In der verkürzten Handelswoche sind die US-Aktienmärkte, naja, nach wie vor ein Stück weit Lull und Lall, relativ wenig Umsätze, ziemlich maues Geschehen. Deswegen will ich heute mal die Chance nutzen und den Vergleich ziehen zwischen Allzeithochs an den Aktienmärkten und der exzessiven Verschuldung. Gibt es da einen Zusammenhang? Hängt beides miteinander insofern zusammen, als alleine die Aktienmärkte ja suggerieren, oh, es muss ja alles ganz bombig sein, also können die USA auch ihre Schulden zurückzahlen. Insofern ist sozusagen die Lage an den Aktienmärkten so eine Art Beruhigungspille und die Aktienmärkte werden immer größer. Der Anteil dieser Aktienmärkte in Relation zum BIP steigt immer weiter. Über 50 Billionen alleine bringt der US-Aktienmarkt auf die Beine. Alleine der S&P 500 konnte seit Jahresbeginn 4 Billionen zulegen, weil jetzt die Wirtschaft außerordentlich gut ist oder die Gewinnschätzung für die Unternehmen deutlich besser geworden sind. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Vielmehr sind die Gewinnerwartungen gesunken, aber die Aktienkurse steigen trotzdem, weil man sich sagt, naja, ist doch super, irgendwann wird die Fed bald die Zinsen senken, ist doch beste aller Welten. Gleichzeitig bleibt die Wirtschaft so super stabil und wir wollen uns anschauen, ob das alles so wirklich der Fall ist. Hier sehen wir mal die gesamte Marktkapitalisierung. Der US-Aktienmärkte Allzeithoch weit über 50 Billionen, wie gesagt. Und wenn wir uns diese Kurve mal anschauen, wir waren im Jahr 2010 mal unter 10 Billionen. Wir haben uns also mehr als verfünffacht in dieser Zeit. Und jetzt gucken wir uns mal die Schulden der USA an. Das ist hier die blaue Linie, die jetzt bei um und 34 Billionen steht, nämlich die Staatsverschuldung, nehmen wir die Konsumenten und die Firmen mit oben drauf, dann sind wir bei knapp 100 Billionen und rechts sehen wir die Zinszahlungen, die derzeit geleistet werden müssen. Eine Billion pro Jahr, das ist mehr als fast alle Länder dieser Welt an BIP haben, was die Amerikaner alleine an Zinsen zahlen müssen. Dementsprechend ist das ein bisschen unangenehm und will der gute Jerome Powell das auch ein Stück weit auf Geheiß von Janet Yellen ändern. Die Frage ist, kann er das so einfach ändern oder haben die Amerikaner dann das nächste Problem mit Namen Inflation? Hier sehen wir mal inflationsbereinigt, was die Amerikaner für Defizite anhäufen. Das ist deutlich mehr als während des Ersten und des Zweiten Weltkriegs und da hatten wir eine Kriegssituation. Jetzt haben wir ja nicht mal eine Rezession und dennoch sind die Defizite so enorm, wie man es sich kaum vorstellen kann, dass das nicht tragfähig ist auf Dauer, sollte eigentlich klar sein. Aber dennoch haben wir eben hier deutlich zulegen können an den Aktienmärkten. Wie gesagt, 4 Billionen jetzt in diesem Jahr. Alleine 29% davon sind durch Nvidia gekommen. Insgesamt 6 Aktien haben 60% des Gewinnes letztendlich hinzufügen können. Wir sind wahrscheinlich auf dem Weg, jetzt den 5. Monat in Folge zu steigen zwischen November und März. Das hat es zuletzt, dass wir von November bis März gestiegen sind, im Jahr 2013 gegeben. Und wenn wir uns mal anschauen, was vor allem durch Corona passiert ist, dann sehen wir, dass die unteren 50% der Amerikaner 900 Milliarden Dollar an Vermögen hinzugewonnen haben, während die Top 1% in den USA 12 Billionen hinzugewonnen haben, also mehr als das Zwölffache. Und all das kommt ein Stück weit aus dem Nichts, ist nicht wirklich durch Wachstum gedeckt, zumindest nur ein teilweise durch echtes Wachstum gedeckt. Wir sehen ja zwar, dass die US-Wirtschaft wächst, aber eben beileibe nicht so schnell wie die Schulden wachsen. Und so hat Larry Fink, einer der großen Profiteure des Systems, in einem Brief gewarnt: Die Situation ist jetzt dringender als jemals zuvor. Die US-Verschuldung sei very dangerous. Und wir sind alleine bei 11,1 Billionen Dollar an Neuverschuldung seit der Pandemie. Das sind Zahlen, die sind im Grunde kaum fassbar und niemand ist wirklich der Auffassung, dass das irgendwann jemals zurückgezahlt wird. Man verschiebt einfach das Problem weiter in die Zukunft, begibt neue Anleihen, bedient brav die alten Anleihen, aber begibt immer neue Anleihen und verschiebt damit das Geschehen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Jetzt hat der Chef des Congressional Budget Office, also praktisch des, wie soll man sagen, offiziellen Amtes, das die Verschuldung der USA für den Kongress beleuchtet, gesagt, wir sind auf einem noch nie dagewesenen Weg.
und stehen irgendwann vor einem Marktschock, weil eben die Zinsen, die Schulden so stark steigen und auch die Zinsbelastung so stark steigt. Und die Inflation ist natürlich auch ein Stück weit eine Art Schuldenabbau durch die Hintertür. Würden wir übrigens nach alter Methode, die man bis 1983 angewendet hat, die Inflation berechnen, dann hätten wir in der Spitze 18% Inflation gehabt und nicht 9% Inflation. Und dennoch wäre auch hier Debt to GDP deutlich gestiegen. Also wir sehen, dass die Dinge ein bisschen ausufern. Jetzt kommen wir mal zum heutigen Geschehen. Und da ist ja da in Baltimore diese Brücke hier kollabiert, nachdem ein Schiff offenkundig die Kontrolle verloren hat, ein Schiff von Maersk, die Aktie von Maersk dann gleich mit nach unten gegangen. Und das ist jetzt auch für die Fed eine etwas seltsame Situation, denn dieser Hafen von Baltimore, der jetzt erstmal stillgelegt ist, wer weiß wie lange, wahrscheinlich mindestens Wochen, manche sagen Monate, der hat eine zentrale Funktion in den USA. Er ist zunächst mal der größte Autohafen in den USA, das heißt, hier kommen die meisten Autos angelandet, aber er ist auch für den Bereich Kohle extrem wichtig. Von Baltimore aus wird sehr, sehr viel Kohle verschifft nach Indien etc. etc., aber auch der Hafen von Baltimore ist auch für Gefahrentransporte extrem zentral, zum Beispiel Propan, Gas, all diese Dinge dürfen nicht durch Tunnel transportiert werden, sondern werden in Häfen angelandet wie Baltimore, die dafür speziell ausgelegt sind. Wir sehen also, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran und wir wissen nicht genau, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Eines aber wissen wir haben heute das Verbrauchervertrauen gesehen der Amerikaner und die beurteilen ihre aktuelle Situation noch ganz gut, aber die Erwartungen sind relativ mies oder sind rückläufig und man ist besonders besorgt, das haben die Umfrage oder hat die Umfrage ergeben über die hohe Inflation und die Fed tut derzeit alles dafür, damit diese Inflation weiter nach oben geht, dazu gleich mehr. Zunächst aber mal der operative Verlust der Fed. Also der US-Notenbank hat jetzt 114,3 Milliarden Dollar erreicht im Jahr 2023. Das ist der größte Verlust, den die Fed jemals gemacht hat. Warum? Weil ja die Zinsen gestiegen sind und die Fed muss den Banken, die bei ihr Geld hinterlegen, eben Zinsen bezahlen. Und das führt zu diesen Verlusten, die ja letztendlich auch der Steuerzahler hier tragen muss. Und wir sehen, dass die Financial Conditions sich ja gelockert haben durch die Rhetorik vor allem der Fed, die wahrscheinlich das Monster-Aktienmarkt stützen will in Gestalt von Jerome Powell und deshalb sagt, ja Kinder, ich werde schon irgendwann die Zinsen senken. Wir sehen, dass diese Financial Conditions dann meistens, wenn die lockerer werden, auch die Wirtschaftstätigkeit wieder nach oben bringen. Auch das ist sicherlich durch die Fed gewollt. Aber der Nebeneffekt ist eben, dass die Inflation wieder nach oben geht. Hier sehen wir mal das, was ich schon öfter gezeigt habe, weil es so zentral ist, wenn sich die Finanzkonditionen lockern, dann folgte die Inflation. Das heißt, die Fed steht dann wieder vor demselben Problem, das sie eigentlich bekämpfen will. Und das in einer Situation, wo der Arbeitsmarkt möglicherweise zu kippen beginnt. Vielleicht hat deswegen auch Jerome Powell gesagt, vielleicht sollten wir mal die Zinsen senken. Aber es gibt hier die sogenannte SAM-Regel. Das ist der 3-Monats-Moving-Average der Arbeitslosigkeit, wenn der mehr als 0,5% steigt, dann spricht man davon, dass da möglicherweise ein Trendwechsel auch am Arbeitsmarkt stattfindet. Und jetzt hast du hohe Preise und hast gleichzeitig die Situation, dass der Arbeitsmarkt sich verschlechtert. Das könnte eine unschöne Situation werden. Werfen wir mal einen Blick auf die Heatmap heute. Wie gesagt, es ist ruhig, es ist volumenarm. Wir sehen heute sogar eine Nvidia im Minus. Ja, was ist denn da los? Apple steigt, obwohl heute ein Bericht hier kam, der zeigt, dass die iPhone-Shipments in China um 33% gefallen sind. Das ist natürlich bullish für Apple, gar keine Frage. Vor allem Tesla steigt heute, weil Tesla irgendwie mit der italienischen Regierung spricht, angeblich über Elektro-Trucks. Ne, also ja, klar, das ist natürlich ein Argument und der Argument für Nvidia und diese KI-Euphorie ist das, was der Chef der britischen Strombehörde gesagt hat, der sagte, wir werden in den nächsten 10 Jahren 500% mehr Strom verbrauchen aufgrund dieser Datencenter, die derzeit gebaut werden, extrem stromintensiv. Mal sehen, wie man das hinkriegen will, ob das wirklich funktionieren will und kommen wir zu einem, der heute wahrscheinlich einen guten Tag hat, nämlich Sedernet, der ja hier offenkundig seinen Anteil an Truth
hier versilbern kann, 2 Milliarden Dollar, dürfte er damit reicher geworden sein. Eine Plattform, die, glaube ich, Verlust macht, also mit Sicherheit nicht viel wert ist, aber Schwamm drüber, die Leute sind bereit, dafür Geld zu bezahlen. Auch das ist typisch und typisch leider auch das, was in den USA passiert mit diesem Prozess gegen Donald Trump. Man muss kein wirklicher Freund von Trump sein, um zu sagen, dass das eine, naja, gelinde gesagt, schwierige Geschichte ist, die den Rechtsstaat der USA in Frage stellt. Trump hat ja von der Deutschen Bank einen Kredit bekommen, hat seine Immobilien als Sicherheit hinterlegt und gesagt, ja, ja, die sind so und so viel wert. Und jetzt wird er also verklagt, weil er angeblich hier den Wert viel zu hoch angesetzt hat, was mit Sicherheit der Fall ist. Nur die Bank, nämlich die Deutsche Bank, deren Kernkompetenz ist ja die Beurteilung solcher Risiken. Wenn Trump also sagt, guckst du hier meine Immobilien, die sind so und so viel wert, dann ist es Sache der Bank zu sagen, ja, nee, ist nicht oder ist doch. Jedenfalls hat Trump ja diesen Kredit zurückbezahlt mit Zinsen und so weiter und so fort. Niemand ist zu Schaden gekommen. Und der Rechtsstaat in den USA tut sich keinen Gefallen, solche Prozesse zu führen. Dann kannst du im Grunde jeden Immobilienbesitzer, der aufgrund einer Immobilie, die er als Sicherheit hat, hinterlegt hat, bei einer Bank verklagen, weil du sagst, naja, die ist doch viel weniger wert, diese Immobilie. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Vertieft die Spaltung in den USA und treibt Trump eher die Wähler in die Arme als umgekehrt. Ich verstehe nicht, wie man so politisch daneben liegen kann in einem Prozess, den es so noch nie gegeben hat. Es wurde noch niemand wegen eines solchen Vergehens verklagt, by the way. Das nur am Rande. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den wohlverdienten Feierabend entlasse, zwei Empfehlungen. Die Aktienmärkte, sind die zu weit, zu schnell gestiegen? Wie gesagt, die Gewinnerwartungen sind gefallen. Der S&P 500 handelt 14% über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Das sind schon absolute Extremwerte. Was da los ist, erfahren Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung. Und die zweite Artikelempfehlung, die Deutschen, die kaufen kein Gold mehr. Die sind vielmehr jetzt Verkäufer von Gold. Warum, wieso, weshalb? Das lesen Sie in diesem zweiten Artikel, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.